Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, wir haben einige Aufgaben vor uns. Drei können wir machen. Drei Stück. Drei werden wir jetzt gleich machen. Ich habe schon ein paar Punkte geholt. Aber ich benötige wirklich Ferien, um hier weiterzukommen. Wir sind in der Megalopolis-Liga. Das ist die beste Liga momentan, soweit ich weiß. Und ja, Kriegsgüter. Ich versuche da ein bisschen was zu sammeln. Und die benötigen wir schließlich, um Bob anzugreifen. Und ich bemerke gerade, das hat überhaupt nichts gebracht, was ich gemacht habe. Ja, ich habe auch den fliegenden Wu-Roboter freigeschaltet. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich das irgendwann mal bekommen. Naja, gut. Wir müssen vorher, bevor wir anfangen können, die paar Aufgaben dazu machen, müssen wir erstmal was einsammeln. Nämlich Tiernahrung und Mineralien waren es, glaube ich. Und dann, nun ja, Frostfjord-Gebiete. Dann gehen wir mal zum Frostfjord und verbessern da ein Gebiet. Ah, okay, noch ein Fisch. Das ist aber kein Problem. Ich habe übrigens auch das Problem hier gelöst, was ich habe mit den regionalen Geothermie-Heizwerk. Ich habe generell ziemlich viel von dem Geld, von den Flossensimulions. Ich habe eine von diesen drei Reihen durchgemacht. Jetzt könnte ich mir hier 2000 Flossensimulions holen. Mache ich aber nicht. So. Jetzt haben wir hier auch schon was freigeschaltet, nämlich 5000 Simulions. Stark. Nun gut, wir haben noch Katastrophen und Bergbereich. Wir haben hier auch ziemlich viele Berge und naja, warum nicht nutzen? Wir werden da auch gleich was hinbauen. So, haben jetzt hier noch was freigeschaltet, nämlich die große alte Uhr bauen, aber nicht hier. Wir müssen hier erstmal was für den Berg machen. So, was machen wir denn? Gemütliche Hütten. Das mache ich, glaube ich, gleich schon. Ich gucke nur kurz. Ah, Seilbahn gibt es auch noch. Seilbahn und gemütliche Hütten. Ja. Gut, dann, wo ist die? Da. So, einmal die Seilbahn und einmal so gemütliche Hütten, damit die auch alle die Bergspezialisierung haben. Neuer Level für Attraktion freigeschaltet. Bildung. Institut. Fehlen mir ein paar Punkte, leider. Und hat natürlich auch so einen schönen doofen Bereich. Das ist genauso groß ist wie allein.
Ja, gut. Gut, dann gehen wir mal kurz wieder zurück zur Heimatstadt. Und dann machen wir auch schon die letzte Aufgabe für heute. Naja, die letzte Aufgabe für diese Woche eigentlich. Nämlich die Katastrophe auszulösen. Wohngebäude ausbauen. Tokyo Town, Pariser Gebäude. Ich muss kurz gucken. Ja. Okay, wir machen noch ein Pariser Gebäude. Es war eins, oder? Oh nein, es waren drei Pariser Gebäude. Schade. Nun gut, machen wir erstmal die Katastrophe. So, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme den Tornado. Ich glaube, den habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Außerdem kriegen wir da viele Woo-Points. Und es sind nur leichte Reparaturkosten. Ernsthaft, ein Ventilator? Oha. Starke Grafik. Ah, Glück gehabt. Ich dachte, die zerstören meinen Turm der Physik. Oder geht das überhaupt? Kann man spezialisierte Gebäude zerstören? Okay, der Tornado hat einmal quer hier durchgezogen und ich kann meine Kamera nicht mehr drehen. Ich habe schon kapiert, dass das kaputt ist, aber ich kann meine Kamera nicht mehr drehen, Leute. Bin ich zu doof? Bug? Ist ein Bug, oder? Ich start mal gleich kurz das Game neu. Ah, nochmal Frostfjordgebiete. Hä? Ah, jetzt geht's wieder. Komisch. Also Frostfjordgebiete. Gucken wir gleich mal, was wir da noch so brauchen. Katastrophengebiete neu aufbauen. Drei Stück. Frachtschifflieferung. Nö. Das mache ich nicht. Ich habe zwar all die Sachen, aber die sind mega teuer. Dieser Gemüsesmoothie braucht halt Obst und Beeren. Und diese Obst und Beeren, die brauchen Schösslinge und die brauchen wiederum Schaufeln. Und das ist ein ewig langer Weg. Deshalb, nö. Neues Schiff annehmen. Das ist doch mal was Schönes. Ich meine, Hammer, wisst ihr ja, kostet so gut wie gar nichts. Und oh, Schuhe. Naja, aus Kleber. Aus Kleber, aber mehr dann auch nicht. Gut, wir wollten. Hoppla. Wir wollten noch beim Frostfjord nach einem neuen Gebäude gucken, was wir verbessern können. Und ja. Warte, so mag ich. Ein Liegestuhl. Die Bretter sind viel zu viel. Mache ich nicht. Eine Leiter. Ein Kleber und ein Fisch.
Einfach nur ein Kleber und ein Fisch, okay. Fische habe ich ja schon am Frostfjord fertig. Also brauchen wir nur noch einen Kleber. Das wird ja ein relativ leichtes Gebäude. Einmal Plastik, zweimal Chemikalien. Zwei Chemikalien, einmal Plastik. So. Stellen wir her. Und dann. Ich weiß, das könnte ich auch beim Frostfjord machen, dieses Aufträge annehmen. Aber ich bin es nun mal gewohnt, das hier in der Heimatstadt zu machen. Und ja, mach's dann auch hier. Da. Also, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hä? Nein, oder? Das ist kein Frostfjordgebiet. Okay, erstmal abreißen. Warum ist denn das kein Frostfjordgebiet? Warum war das ein normales Wohngebiet? Nein, ach Mann. Liegestuhl. Liegestuhl oder Leiter, was ist teurer? So, Leiter, das sind zwei Bretter mehr nicht. Und Liegestuhl, auch zwei Bretter. Aber das hier könnte ich schneller machen. Also machen wir das hier. Ich wollte eigentlich Holz, aber okay. So, dann haben wir das. Ja, Stahl habe ich eingesammelt. Dann können wir auch gleich noch mehr Sardinen machen oder eingelegte Fische. So. Ah, Levelaufstieg. Was haben wir freigeschaltet? Nichts. Gar nichts. Kleinen Moment. So. Oh, verdienen Sie sich Simoleon 17.000. Ich habe nichts freigeschaltet. Okay. Dann halt nicht. Hä, was habe ich freigeschaltet? Irgendwas in der Produktion? Wenn da einfach überhaupt nichts steht. Nee, 29. Auch nicht. Ah, Rind. Nehmen wir mal gleich 2. Das wollte ich nicht. Schade, für ein zweites reicht es nicht, aber okay. Nun haben wir ja schon mal einen Rind. Hier haben wir die Verbesserung freigeschaltet. Und hier haben wir noch was. Okay, och nein. Das ist wieder so etwas, was ich hasse. Das ist Käsekuchen mit Kirschen. Dazu braucht man Gemüse und Obst. Oder, nee, Obst und Beeren. Dafür braucht man Pflanzen. Dafür, für die Pflanzen braucht man Schaufeln. Für die Schaufeln braucht man das. Das ist so eine ewig lange Produktionslinie. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich mag sowas nicht. So, wie viel essen hier? Ah, nicht besonders viel. 1800, 2800, 3000, 4500. Ne, 5000. 5500
5500 etwa. Nee, das reicht nicht. Das reicht lange nicht. Na gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.